So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind hier wieder mal bei der heiligen Grundkanzel, die ganz anders aussieht, wie auf dem Foto beschrieben. Die kommen einfach im Fahrrad, ne? Ist auf jeden Fall ein schönes Waldstück, ne? Wie man sieht, sehr gemütlich, könnt ihr mal lang wandern, da unten ist ein Teich, ne? Sonst was und keine Ahnung. Pupsi ist auch da, die möchte aber nicht erkannt werden, die sitzt nämlich hier. Pupsi, sag mal hallo. Guck, ich filme auch extra Milch, jetzt habe ich, bin Bauchredner, ich kann Hallo sagen, einfach so. Genau, wir wollen einen Community-Raid machen, denn Boreos ist da in der Tiergeistform. Das nutzloseste Pokémon ever ist endlich da in der Tiergeistform und es ist stärker als alle anderen. Und am nutzlosesten, also ich verstehe den Zusammenhang nicht, die haben es extra nochmal schwerer gemacht, haben denen nochmal extra Attacken gegeben. Ich will euch mal kurz zeigen. Wir haben hier den Community-Post gemacht. Das ist erstmal die Konda-Liste. Das seht ihr nochmal. 1837 muss das haben. Merkst du dir 1837? Das ist das 100er. Was nimmt man am besten? Ihr seht hier Elektro, Elektro, Elektro. Sogar Voldolos in der Tiergeistform ist auf Platz 2 von den Elektroangreifern. Nehmt also Voldolos. Ansonsten Gestein geht auch, Ramaidon, zur Not sicherlich auch Despotar mit Katapult, Steinkante. Hier habe ich den gepostet, 11.20 Uhr, ist noch eine Minute Zeit, muss ich mich wieder ranhalten. Haben wir hier, neueste zuerst, gehen wir runter. Gucken wir mal, wer sich eingetragen hat, schön überlichtet. Karsten ist dabei, Trainer Sir Abs, Pupek, Eiverschaf, Hohlmännchen, Schnitzelmann, Luan, Shadow 3, habe ich dreimal. Weil er Shadow 3 heißt, habe ich dreimal versucht zu adden, es stand immer da, Spieler nicht gefunden. Keine Ahnung, vielleicht ein Zahlendreher drin, sonst was. Ich dachte, ihr kopiert das immer. Wenn du es abgeschrieben hast, guckt bitte mal, ob das wirklich der richtige Code war. Konnte ich also nicht adden. Drummer One, Cheffe und Pierre Ernst, die Legende, wir kennen ihn alle. Normalerweise also Pierre wäre gar nicht dabei gewesen, weil Shadow dabei gewesen wäre. Dadurch, dass Shadow aber den falschen Code hat, ist jetzt der Pierre dabei. Die habe ich alle geaddet. Ich muss noch mal gucken, ob die auch wirklich alle jetzt angenommen haben. Erstmal gestolpert. Ihr seht hier, in 7 Sekunden geht der Raid auf. Wir können euch die Arena auch noch mal zeigen. Wenn ihr da drauf drückt, da sitzen zwei blaue drin. Zack, hier ist das Ei. Hier habe ich einen Pass bekommen. Hallo. Jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt hat sich's, glaube ich. Ach, da ist es, ein Boreos. Und guckt euch doch die Arena an, wie die aussieht. Ist das nicht dasselbe? Grünes Gestell mit einer Leiter hoch und oben hängt so eine Olle raus. Frau Holle bestimmt. Ist das nicht dasselbe? Guckt es euch an. So sieht es hier aus. Ist auf jeden Fall identisch. Egal. Wir fangen jetzt fix was zum Übergang und gucken kurz, ob die restlichen noch angenommen haben. Und dann sehen wir uns natürlich gleich im Raid wieder. So, wir sind jetzt hier am Start. Der Raid ist im Prinzip auch am Start. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich glaube, einer fehlt noch. Wir gehen jetzt hier erstmal überall drauf. Wir lassen den Pass schon mal ranfliegen. Ja, war 11.20 Uhr. Dann drehen die Leute wieder durch. Wann lädst du ein? Werfen den mal überall hier rein. Jetzt muss ich bei den iPhones gucken. Da habe ich mir die Leute doch wieder beschriftet, wen ich einladen kann. Einmal hier, einmal da. Hohlmännchen, Trainer Sir Abs, Pupek, Eiver, Schaf, Karsten. Und hier haben wir Luan, Pierre Ernst, Drama und Schnitzelmann. 5, 4. Einer würde also noch fehlen. Ich habe keine Ahnung, wer. Und ich habe auch keinen. Denn die waren alle 5 waren neu auf dem Account, die habe ich alle neu geaddet. Das heißt, ich musste immer nur gucken, wenn beim Freundschaftslevel einer plötzlich in der Liste ist, der gar kein Herz hat und gar nichts, das wäre dann der Neue. Leider haben nur Luan, Pierre Ernst, Drama. Wieso sind das jetzt nur 3? Ich blick gar nicht durch. Egal, ich habe 4 eingeladen. Einer war vielleicht schon befreundet. War vielleicht noch einer befreundet. Habe ich es nicht gerafft. Wollen wir noch mal kurz gucken. In der Hoffnung, dass die App ausgeht. Geh noch mal hier drauf. Geh noch mal hier drauf. Dann gehen wir noch mal hier drauf. Dann gehen wir noch mal hier drauf.
Dann gehen wir hier drauf. Dann hier. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Schnitzelmann, Luan, Drama, Schäfe. Oh mein Gott. Das heißt, ich habe Schäfe vergessen. Jetzt muss ich kurz mal hier rein. Ah, ich kann nicht mehr einladen. Ich glaube, Schäfe 24 fehlt. Der hat sich gerade gefreut, weil er gesagt hat, yo, ich bin auf jeden Fall unter den ersten 10, bin am Start. Komischerweise sind es jetzt hier 18 Leute. Was ist da schon wieder los? Eiver Schaf, Carsten, Dings. Lili ist drin, Zappel ist drin, Waspe ist drin, Pierre Ernst ist drin. Also, da haben einen die Hiburaner wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die natürlich, sicherlich, ja gut, weiß man jetzt nicht. Eigentlich sind wir ja 16. Wenn der eine fehlt, sind wir 15. Jetzt sind es 18, das heißt 3 Stück. Hier ist aber niemand. Über Fanrate-Pässe können die nicht rein. Über Fanrate-Pässe können die eigentlich nicht rein, weil die ja mit meinen Leuten schon voll waren über die Einladungen. Spoofer? Man sieht auf jeden Fall niemanden. Vielleicht sitzen sie auch einfach hinter der Bank, auf der Bank hinter mir. Aber nein, bei ein paar fällt das natürlich auch immer auf, dass die auch immer in den abgelegensten Arenen rumsitzen. Wenn du dann bestimmte Namen siehst, Waspe ist da auch immer sehr auffällig. Ich weiß nicht, wer Waspe ist, habe ich noch nie gesehen. Scheint hier auch sein Unwesen zu treiben. Ist halt einfach im Raid, macht den Raid mit, ja, warum nicht, ne? Das Ding ist schon weg. Jetzt habe ich gar nicht auf den Kampf geachtet. Ging ziemlich fix, aber gut, es waren ja jetzt auch 18 Leute. Also, sorry an Chefe 24. Wenn das jetzt nicht geklappt hat, irgendwo lag da ein Fehler. Ich habe dich bestimmt auf dem Account sogar drauf und deswegen habe ich dich nicht gesehen bei den Neuen, weil du schon mit dem befreundet bist. Das werde ich gleich nochmal nachprüfen. Die Teile können übrigens nicht shiny sein. Auf den Wolken können sie shiny sein, auf den Nicht-Wolken können sie nicht shiny sein. Ihr könnt aber euer Feedback zum Design abgeben, wie ihr das findet. Boreos in der Tiergeistform, wie es da rumschwebt. Hast du dir den 100er Wert gemerkt? Nee. Nee. 23. Mir ist 1768, 1763, 1797. Die werden immer besser. Der Große hat natürlich nur 1777. Hier ist eins mit 1821. Tut mir leid. Aber ich glaube, 1821 war es nicht. Nee. Das, als ob man einen 100er kriegt aus dem Raid. Das habe ich ja noch nie gehört. Was haben wir hier noch drauf? Ein. Auch 1792, egal. Wir fangen jetzt mal mit euch zusammen das 1777er. Ich weiß nur nicht wo. Mir ist das hier alles zu hell. Ich packe euch jetzt einfach mal hier hin. So, da haben wir nicht so viel Sonne am Start. Da checkt man das mal aus, wie der sich fangen lässt. Wir sagen euch nachher aber trotzdem noch, was der 1821er für Werte hat, wie gut er war, wie schlecht er war. Also der Hintergrund sieht auf jeden Fall genial aus. Okay, ist schon drin. Nicht in den Kreis getroffen, gar nichts. Einfach nur daneben geschossen und er ist trotzdem drin. 3 Bonbons gibt es natürlich. Schöner blauer Hintergrund, ist ja nur Typ Flug. Wir haben sogar schon 274 Bonbons, könnten eins maxen auf 40. Jetzt geht es aber um XL, aber ich glaube, naja, damit macht man halt nichts. Wenn es jetzt ein 100er werden würde in den paar Raids, die wir machen, würde ich natürlich vielleicht doch ein 100er auch hochziehen. Ansonsten hat er hier 11, 10 und 13. 30.03. erster Tag, 1777. Das ist also eine Gurke. Wir fangen mal kurz das andere, zeigen euch noch, was das andere geworden ist. So, wir pflanzen uns mal kurz hierher. Wir haben den nämlich jetzt hier auch gefangen. Das ist erster Fang des Tages. Das ist, na gut, Pokédex-Eintrag ist es nicht. 1821, den bewerten wir mal kurz. Wir können das ja auch so machen, ja? Vielleicht seht ihr das sogar. Wir machen das mal so, damit ihr das seht. Und ihr seht es trotzdem nicht, weil alles spiegelt. Bewertung. Und es ist schlecht. Es ist nämlich ein 14, 14, 14. Also über 18 muss es haben. Dann ist es ein bisschen vernünftig. Über 18, 20 muss es haben. Ihr könnt den 100er Wert jetzt nochmal nachgoogeln, nachschauen, irgendwas, aber lass mal einfach raus. Irgendwie ist es natürlich sehr gemütlich hier.
Das Wetter ist auch Bombe, ne? Und der Glaube ist alles, ihr wisst Bescheid. Mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo jetzt einkaufen gehen, einkehren, irgendwas mitnehmen. Wollen heute die komische Serie zu Ende schauen. Heute Abend ist trotzdem die Spotlight-Stunde mit Schneckmark, was es auch nicht in Shiny gibt, mit doppelt verschickt Bonbons. Könntet ihr nutzen für Meltan, habe ich ja gestern auch gesagt. Grüße gehen raus nochmal an Chefe24 und tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Pupsi haut ab und führt Selbstgespräche, alles klar. Habt ihr heute auch schon einen Boreos gemacht in der Tiergeistform? Wie findet ihr Boreos in der Tiergeistform? Und habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt's mal in die Kommentare. Würdet ihr eins maxen, ein 100er auf 50 ziehen oder sagt ihr nein, man muss nicht alles hochziehen, nur das, was gut ist. Denn Staub ist eine Ressource, die sehr begrenzt ist. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.